Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem GTA Online Heist. Heute mit dem Christian und dem Dennis. Ja, ist wirklich lange her. Ich bin ja am Sack, Yusuf. Wir haben letztens in einem Stream den neuesten Heist gemacht, den Clucking Bell Heist. Und dann, den haben wir alle drei aus unserer Perspektive aufgezeichnet. Und den wollten wir euch hier auf dem Map-Kanal auch nicht vorenthalten. Deswegen viel Spaß damit jetzt. Schwarzgeldkasse, Junge. With your eyes going inside. Now with your reputation for depravity and general aversion to the law, in all seriousness, your countenance is quite discernible. And there are certain of my consociates who would take it upon themselves to exercise their right to lethal force were they to encounter you in person. But good to know. Good to meet you, my friend. Vincent, the LSPD's newest recruit. Geil. Let's take a walk. Cool, kann jetzt alle killen im Auftrag der Stadt. Super. This is just where the universe put me right now. I mean, I have my path and you have yours. And quite frankly, I don't give a damn about your antics out there. In fact, we may be able to assist each other. I mean, check this out. You see that misguided individual? How do you think he's gotten away with selling drugs in front of that burger shop very conspicuously for 10 years now? In front of the largest department in the city. He cuts them in. Effenberger, you copy? Yo, Effenberger. I copy. Word, last name, Effen. I mean, Effen what? Anyway, when you got five, we all need some Effen coffee down here on Dick's. And don't forget the Effen cream and sugar. Copy that. Oh, these motherfuckers. Huh? I'm out here getting coffee for cops on the take. And that guy over there is only a modicum of the issue. There's a new cartel running a large-scale cocaine operation out of the Clucking Bell factory in Palito Bay. Alrighty, Kenra. No, the cops, they're not only turning a blind eye, they're actively facilitating. If you ask me, the cartel and the cops can both go to hell. Preferably on the back of the same bullet. Der Typ mit dem Zylinder sieht die ganze Zeit sehr erschrocken aus. Ja, dann bin ich. Das stimmt. Was? Was erzählt er da? Das verstehe ich auch nicht. Das ist super leise. Ich habe halt das Spiel leise gemacht. Ich wusste nicht, dass die Cinematic Scene dann auch so unverstehbar ist. I understand your motivation in these matters. If you raid that factory, anything you find is yours to keep. This isn't about the drugs for me. This is about these assholes running the biggest protection racket in the state. That's the kind of status quo I cannot abide. As far as my part, I can provide all the intel you need. Bram hat aber richtig dumm geguckt gerade. We will need to educate ourselves on the factory, though. Gather materials. Ja, das war gut, ich bin da. Bin im Westside wohl. Das ist ein gutes Gespräch gerade. Copy that. I'm on my way. Think about it. If anybody deserves to be fucked with, it's these guys. Can I count you in? Yeah. And fortuitously, we have files on some money laundering operations not far from here. The department allows them to operate for a share of the profits. I suggest we take a more proactive stance. Time to do what you do. I'll call you. Let me take these fucking assholes their coffee. Ich wollte ganz kurz sagen, dass er ein Dude ist, ja. Der, also wir haben jetzt CS haben wir da. Geil. Drin. Ich habe hier schon meine Fluchtkarre vorhin nicht. Hätte das vielleicht mal ändern sollen. Aber ich fahr schon mal vor, dann bin ich da. Oh, warte mal. Wo fangen wir da an? A, B oder C? Ja, Moment noch. Ich möchte kurz auf die Tatsache hinweisen, dass da steht Teamleben 1. Ja, aber ja, auch mal heute stylisch mit einer Limo. Jetzt ist die Frage, A, B oder C? Ja, lass doch mit A anfangen, das ist doch direkt da vorne. Ich würde auch sagen, klingt gut. Na Freunde, wie gefällt's euch hier? Ich glaube, das ist nicht mal meine Limo. Also fährst du auch. Hast du gesehen, wie ich da durchgefahren bin? Boah, ich bin einfach ein richtig guter Fahrer. Boah, das ist aber kein Parkplatz. Ja, der Anzeiger Hauptmeister macht direkt drei Fotos von dir. Ja, das ist ja nix da.
So, was müssen wir denn jetzt hier machen? Beweglich zum Geldwäscheunternehmen. So. Ja, begeben uns da hinten. Moment, das sind Feinde. Ja, Moment, wir die machen töten? Noch gar nichts. Okay, erst klar. Nein, der schießt schon auf mich! Ja, aha. Element of Surprise, Alter. So, hier. Element of my ass. Was ist denn noch einer? Ja. Da oben. So, sehr gut. So, ich bin drin. Bin auch drin. Ach so, man muss. Ah ja, okay, warte. Man muss aktiv da rein. Drücke E, um mit dem Plündern zu beginnen. Tippe wiederholt, um das Geld schnell an dich zu nehmen. Ah, hier wird das Geld gewaschen, oder was? Ah, hier sind Gegner! Ja, ich mach mal eben hier die Waschmaschine leer. Ihr verteidigt mich mal kurz, ne? Geil, das ist 69 Express. Kann man das bei jeder machen? Ne, ich glaube nicht. Bargeld wurde von Zerfirbel eingesammelt, okay. Ist hier noch irgendwo welches? Ich sehe keins. Nee, jetzt müssen wir auf dem Radar steht auch keins mehr. Okay, cool. Ne, Leute. Aber hier geht es natürlich nicht raus. Natürlich nicht. Okay, wie können wir hier raus? Ja, vielleicht so, wie wir reingekommen sind. Ja, aber nicht durch die Tür, am Tor durch E drücken. Oh, da kommt ein Dicker. Ich hab auf Zylisten geschossen, upsie. Nein, nicht hier hoch. Macht nichts, Peter. Da kommen so dicke Kreise. Wo ist mein Auto? Ja. Hauptsache, der Fahrer ist tot. Das ist immer das Wichtigste. Ja. Oh, das war ein Zivilist, oder? Steigen Sie ein! Ihr Vater, ja? Okay. Ja, nicht fahr doch, das geht so nicht. Nee, du bist ja schon losgefahren. So, auf nach B oder C. Kannst du ja ausruhen, Peter, du bist auf der Fahrer. Auf nach B. Vor uns Gegner? B. Wenn nicht. Moment, das war nicht der Gegner, sorry. Das war ein Zivilist, Peter. Da rechts. Bitch! Was legen die sich ja schon wieder mit uns an? Fahr mal schneller, Peter. Okay, ich konzentriere mich mal nicht auf Schießen, sondern auf Fahren, okay? Ja. Okay, ihr schießt. Hey, Mann, was macht der denn da? Ich dachte, du konzentrierst dich aufs Fahren. Ja, hab ich doch gemacht. Wir haben keine Zeit verloren. Und. Da. Ach, der Weiße hinter uns ist auch einer. Da will man Haftbomben. Alle weg. Das war schön. Ah, da haben wir noch den Bumper mitgenommen. Easy Snack. Ah, Moment, ich pack nochmal kurz um hier. Kann ich da reinfahren? Probiert mal. Hallo, Freunde! Stellt mal aus. Sind die heiß leichter geworden? Oh nein, Peter, warum? Naja, wir spielen diesmal nicht auf schwer, wa? Haben wir das letzte Mal auf sehr schwer gespielt? Quatsch. Ja, so spielen wir immer auf sehr schwer, weil wir mega Pros sind. Ja, dann kann ich mich nicht erinnern. Ja gut. Bin schon mal reingegangen. Das wäre jetzt nicht die Referenz, ne? Ja, oh, Wahnsinn, der Raum sieht ja genauso aus wie der andere. Ja, das ist bestimmt eine Kette. Aber wir haben dieses Mal drei Waschmaschinen. Ja, Geld. Hier wird gelootet, während wir noch beschossen werden von den Gegners. Warum cutten wir die nicht in? Also warum sagen wir nicht einfach hier, du kannst so ein kleines Stück behalten. Guck dir mal die Hillibillis an, Alter. Ja, hier liegt noch Geld auf dem Boden. Das wollen wir nicht, aber jeden einzelnen Geldschein aus der Waschmaschine. Ja, das ist so wichtig. Okay, die hier haben wir alle leer. Richtig? Ja. Ja, ich bin noch dran. So, jetzt auch, ja. Hab ich. Und hier kommen wir wieder mal nicht raus. Wait, what? Ah, da, natürlich. Weil jetzt muss man durch die Tür laufen, damit man hier rauskommt. Ja, weil das hier auch ein anderes Gebäude ist. Sind wir ja auch reingekommen. Oh Gott! Lol, du hast mir einfach die Nase gebrochen. Ja, das fand ich aber gerechtfertigt. Okay. Auf zu C! Auf zu C. Oh, da kommen jetzt aber viele. Haftbombe ist fertig. Die sind zu langsam. Die Haftbombe ist schon wieder diesmal. Ah, nee, einen habe ich gekriegt. Das ist ganz schön praktisch, muss ich sagen, dass die Polizei nicht Peter so auf ist. Peter ist so schnell. Nee, Bram fährt jetzt. Ja, okay, Bram ist viel schneller als Peter, wollte ich sagen. Fuck you. Bram fährt aber auch wie der letzte Dulli, Alter. Ja, aber das macht ja nichts. Ich wäre ja trotzdem jetzt immer noch vor dir. Die Haftbombe ist schon rein, despawned. Ja, rein bildlich gesprochen, Peter, würdest du jetzt erst da hinten ankommen irgendwo? Ach, Quatsch. Hast du überhaupt wo wir hin müssen? Bitte zu C, oder nicht? Abbiegen. Nach 200 Metern bitte rechts abbiegen. Jetzt! Okay. War doch okay. Aber war super. War auch, also.
Ich bin nur erschrocken, mein Navi ist manchmal auch ein bisschen streng zu mir. Bitte wenden, Sie sind am Ziel vorbeigefahren. Leicht wackelig unterwegs. Hier rechts? Ja, ja, hier rechts. Ist hier nicht irgendwo die... Sehr gut, nee. Ich habe das Gefühl, du hast dir selber auch einen Punkt gemacht. Nee, aber ihr. Ja, das ist, genau. Ah, du siehst unseren Punkt? Hey, die Autos verfolgen uns gar nicht. Sehr gut. Haben die ja keine Lust zu? Nee, Bram ist zu schnell. So, hier. Heart Attack. Grill? Nee. Fuck you, bitch. Yeah. Oh Gott, ich bin rausgesprungen. Ja. Ich bin noch nicht mehr ganz so fresh, muss ich sagen. Mach bitte. Einfach davor, let's go! So. Keine Zeit zu verlieren. Wo ist der Gegner hier? Zack! Rein! Reingehen. So. Okay, da war die Sig. Oh. Haben wir jetzt vier? Vielleicht bin ich tot. Lol? Hast du Geld gesammelt, während da noch Gegner waren? Nein, ich bin einfach nur durch die Tür gelaufen. Der hat mir einfach nicht in die Fresse geschossen. Ja, ich bin auch so gut wie tot. Ich kann von dem bisschen recovern. Ich habe mich aber nachgeladen, während ich da reingelaufen bin. Wir haben noch null Teamleben. Ja. Es macht keinen Scheiß, ja? Moment, du bist aber da, oder? Ja klar, ich stehe doch hinter dir. Okay, ja, ich bin hier gerade am Geld sammeln. Ja, soll ich dir mal kurz den Fuß schießen? Nein, schieß dir mal nicht hier den Fuß. Ist ein Geldsack. So, das war's. Ah ja. Ah ja. Wo ist er? Cocaine. Boah! Warum sind wir stehen geblieben? Ara kaputt. So. Oh, das war ein Zivilist. Ups. Das war der Fahrer. Heißt Peter? Ist der Fahrer? Peter? Alles gut. Zeit oh, das kenne ich hier. Das ist unser Viereck. Oh mein Gott. Oh, den kann ich nicht haftbomben. Nice. Alter, oh, what the fuck? Die war sehr nah dran. Wow, okay. War sehr nah dran. Ja. Da kommt uns mal entgegen. Ist einer gestorben? Alter, dieses Auto hält richtig was aus. Besser als das Go-Kart. Alles gut. Oh, hab keine Granaten mehr. Warte, Peter, wir müssen irgendwie da links so rein, oder? Ja. Ja, der Navi hat mich betrayed. Ne, warum? Ja, hier links. Richtig? Hier links. Hier. Ja. Guck mal, das Bild hier, das muss man mal suchen. Okay. Alter, bis jetzt erste Stage vom Heist easy. Mission bestanden. Das war der Heist. Wenn das jetzt war, dann bin ich maximal enttäuscht. Die werden ja wohl noch nach Klackerberg gehen, oder nicht? Ja, das war, denke ich mal, nur so eine Tutorial-Mission oder sowas. Da lacht der Peter noch. Hey, wir sind nur schon, immerhin schon einmal gestorben, ne? Okay, sending some coordinates your way. Sending some coordinates your way. Okay, wir müssen jetzt zur Terra-Bride. Okay, das ist Number One. Das Gas geben. Wie gesagt, wir brauchen einen Zug. Ja, wir brauchen jetzt erst das Hacker-Gerät? Gibt es jetzt zum Terra-Bride oder Laptop? Ich habe jetzt zum Laptop gemacht. Ja, okay.
sure sufficient funds are allocated to recompense you for your efforts today. Also er hat ja gerade im Endeffekt in schön gesagt, dass wir Cash kriegen, ja? Ja. Der hat gesagt, wir müssen einen Zug holen. Ja, da brauchen wir auch noch. Ich warte immer noch auf die nackte Kanone. Aber die mit Liam Neeson, die wird bestimmt super. Einfach geradeaus. Nice. Lol, ich habe letztens noch Modern Family geguckt, wo der sich nicht getraut hat, hier unten durchzufahren. Warum stehen wir hier oben, Peter? Oder? Ich wurde hier hingeführt, habt ihr das nicht gesehen? Ja, Navi sagt hier hin. Ja. Okay, hier hin. Ist er denn überhaupt oben? Also ich assume jetzt einfach mal. Ja, ich hier ist der Suchbereich. Ich verstehe das schon. Finde den Angestellten mit dem Laptop. Ja, wurde nicht separat nachgedacht. Moment, hier ist ein Arcade-Automat, Freunde. Ich also wir sollen jetzt entweder mit dem Bild den überzeugen oder irgendwie alle töten, oder? Ja, wir könnten ja erstmal mit dem Bild überzeugen. Den Angestellten mit, wie wäre denn, wenn wir den erstmal finden? Hast du den Laptop gefunden? Da ist er. Okay. Nimm den Laptop. Steh den Laptop. Hab ich. Geil. Geil. Hast den Laptop gestohlen. Ja. Du hast den echt sneaky ausgeschaltet einfach. Ich bin jetzt auch da, Freunde. Wie geht's? Ich hab auf den Boden geschossen, damit er vielleicht aufhört und dann wegrennen und Angst bekommt, aber der hat einfach weitergemacht, hat er Pech gehabt. Einfach mal so eine Waffe mit Schalldämpfer ist wirklich was Feines schon. Wie kann Fuffel das Spiel verlassen haben? Der Fuffel war gar nicht dabei. Fuffel hat zugeguckt. So. Wie wir hier runtersprinten, das ist ja total bescheuert. So, Harry, fahr. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ab zum Laptop. Stopp, Peter, jetzt haben wir richtig. Terabyte. Ja, ab zum Laptop, ja, alles klar. Wir sind voll am Start. Wir sind gedanklich voll dabei hier. Peter, du kannst doch den Stand verlassen einfach. Ja, nimm die engste Lücke. Das wäre die perfekte Möglichkeit. Navi ist voll komisch hier, Alter. Der ist wie bei Google. Rechts. Sehr gut. Das war eine krasse Mission, wa? Ja. Ich glaube, ihr habt die. Ich habe im Chat gesehen, einer hat den 10 Minuten gesucht, den scheiß Laptop. Wir gehen einfach hin und sammeln den ein. So groß ist das Gebiet ja jetzt nicht begangen. Oh Gott, ich habe mich von meiner verpasst. Ich spiele ja auch schon seit 10 Jahren GTA, deswegen wissen wir das natürlich. Boah, das war wie in einem amerikanischen Actionfilm, wie ich das gerade gemacht habe. Ja. Ja, in so einem 80er-Jahre-Film, weißt du, wo die so super weit ausscheren. Diese Road-Movies, wo die halt wirklich 90 Grad da gestanden haben, fast. Ja. Müssen wir jetzt auch wieder suchen? Ja. Lol, das ist hier, wo wir Verstecken spielen. Oh mein Gott. Ich denke, es. Okay, meint ihr rechts oder links? Ich gehe links in das Gebiet. Warte mal, wir haben einen Bildanhang von Vincent gekriegt. Wir können uns das in dem SMS angucken. Ja, da ist ein Truck. Das ist ein Truck. Ich sehe ihn vor mir und direkt. Noch einen. Instant. Achso, der ist. Wow. Der könnte überall stehen. Oh, Drohnen. Das ist das Geräusch. Ich dachte, was zum Fick hörst du da? Zerstöre die Drohnen. Was ist denn eine da? Geil. Mal, hör doch mal auf, die zu spawnen. Alter, ja moin, ey. Ja, Alter, ja, wie viele Scheißdrohnen sind. Ah! Die hat mich angegriffen. Ja, die. Das geil. Steige in den Tower. So. Rein. Oh mein Gott, wir sind wie bei Knight Rider hinten drin. Ja, hab ich natürlich mal wieder nicht gefunden. Da, du das Hackergerät. Stiehl das Hackergerät, hab ich. Hallo? Hier ist eine Waffe. Ah, das war einfach nur Munition, schade. Ja, hab ich gefunden. Bei mir war das Sturm-MP, die hatte ich noch nicht. Die hab ich schon. Okay. 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 Oh, Freunde, wir müssen uns ganz schön beeilen. Okay, geht nicht. Ja, ist gut, dass wir weiter mit dem Auto bleiben. Ja, hallo, das ist ein Signature.
Wo muss ich hin? Zurück. Moment, ich mach wieder einen. Wieder im Kreis. Ja. Ja, jetzt haben wir. Wait, wieso ist... Nee, das Gelbe muss ich doch, da muss ich doch hin, oder? Schade, ja. Lila ist schneller. Ja, Lila ist die schnellere Route. Hier kann ich doch auch gerade ausfahren. Danke, Jörs. Wir müssen aber da oben lang fahren, Peter. Hättest du auch links lang gekonnt. Ich war mir unsicher. Ja, du hättest das geschafft, Peter. Also, du bist ja jemand, du passt in jedes Nadelöhr, ne? Kann ich ein bisschen Spürkes machen hinten drin oder so? Gibt's Bordverpflegung? Aber so ein paar Knickknacks noch rumliegen. So. Oh, ja, mega. Aber geil. Alte? Ja, im Fußraum, weißt du, die liegen auch, die sind nicht in der Tüte, die liegen einfach nur so. Geil, da haben die noch. Haben die noch hier Geschmack, haben die dann? Ja, ein bisschen Käse. Na, wer ist er denn? Schalte das Kartell aus. Yo, what get up? Die haben Rüstung. Oh, hier sind aber viele. Ja. Moment, ich... Lol. Okay. Ja, ist kein Problem. Oh Gott. Man konnte sich irgendwo hinter Sachen verstecken oder so Deckung und so ein Shit. Ja, mit Steuerung. Deckung, oder so. Schmeckung sag ich immer. Ja, das stimmt, das sag ich auch immer. Oder? Irgendeine Taste gab es dafür. Ich hol mir den High Ground. Oder ich will hier auf der anderen Seite wieder runter. Scheiße. Moment, ich kann das schaffen. Nein, ich kann es nicht schaffen. Ich sammle die ganze Zeit irgendwelchen geilen Scheiß ich an. So. Mit cooles Deckung, laut Hello? Chat. Kannst du nicht auf mich schießen? Ach, cool. Moment, was ist da unten? Ich sehe da unten Access to Train oder so ein Shit. Goddamn Train, oh mein Gott. Oh oh, ich fall hier. Aua, ah, oh. Die Aua. So. Ja, alles gut. Was ist denn jetzt los? What? Okay. Wir sind gleichzeitig gestorben, deswegen haben wir das überlebt. Kann das sein? Ne, oder auch nicht. Wer lebt noch? Ich lebe noch. Niemand. Also, ich lebe nur noch. So. Ja, weil die Teamleben aufgebraucht wurden. Alter, wir sind alle drei gleichzeitig gestorben. Was ist denn da explodiert? Ja, ich weiß, was da explodiert. Immerhin kann ich euch jetzt zugucken. Jeder da ist, glaube ich, zu. Ich glaube auch. Ich bin gerade überlegen, wie ich fucking da jetzt wieder reinkomme. Habt ihr eigentlich sowas wie Musik oder so? Nee, ne? Nee. Den haben wir ausgemacht. So. Chill den Zug. Bestenliste. Boah, Bram mit 8 Kills. Wer ist denn Captain Funny bei uns? Bin auch am Zug. Ich geh rein. Wait, muss ich mir jetzt die ganze Mission angucken? Wir müssen nur noch mit dem Zug entkommen, Christian. Vor wem entkommen? Da ist doch gar keiner. Da steht aber entkommen mit dem Zug. Ja, ich weiß, aber... Und vor allen Dingen, wie soll man denn... Wenn dich jemand verfolgt, ist ja jetzt nicht so, dass du links abbiegen kannst. Oh, lol. Oh mein Gott. Fahr einfach durch. Bam. Ja, moin, Alter. Ich kann die Action-Kamera machen. Behindertnummer. Q-E? Das ist schon krass, was ich hier gerade mache. Oh. Machst du überhaupt irgendwas? Ja, ich gebe Gas. Ich könnte bremsen. Kannst du schießen, Peter? Ich schieße, ja. Ich kann auch schießen, Leute. Boah, guckt euch dieses wunderschöne Bild an. Ich habe jetzt hier die Action-Cam. Boah, bam. Oh my God. Wir machen mal Filter weg. Oh, das ist ja super. Die Verdächtige wurde als Krimineller mit dem Straßennamen Pizmini identifiziert. Kein Problem. Weasel News. Oh, ist das ein schönes Bild. Oder da steht wieder einer, Bram. Yo, what the fuck? Lol. Er ist genauso stehen. Er stand stehen so, wie ja, ihm. Dass wir den nicht haben konnten. Links, Heli. Das geht nicht. Nein, ich glaube auch.
Ich finde das schon smart. Wenn du den Zug aufhalten willst, stellst du einfach dein Auto auf die Schienen. Ja. Sayonara, ihr Trottel. Neue Sicherheitsmaßnahmen, schlecht für Jobs. Yeah. Hab ich gekopiert. Ich hab auch krass gekopiert. Ich hab nicht zugehört. Okay. Und jetzt gehen wir. Geil, Mission bestanden. Insane gut von uns. Alter, 38.400. Ja, Christian, ich finde, das haben wir uns verdient. Ja, bis jetzt. Dass wir gerade gestorben sind, war ja nicht unsere Schuld. Würde ich auch sagen. So. Geil. Aber da ist wieder unser Auto. Da ist es wieder. Ich finde es gut, dass wir immer dasselbe Auto haben. Das ist das beste Auto der Welt hier. Oh mein Gott, ich dachte gerade, das wäre Soundboard, Leute. Das war fucking Vincent, Junge. Dies kannst du beim Klackenbell-Überfall verwenden. Waffenausrüstung können von drei verschiedenen Gangs gestohlen werden. Okay. Ach so, ja, Moment, pass auf. Also die Theoretisch können wir uns auch aufteilen, oder? Nee, lass mal zusammen machen, bitte. Für den okay. Stream. Also das B ist auf dem Wasser, A ist im Süden und C ist oben Wasser, am Flugfeld. Los. A aus Wasser? Okay, dann Richtung B. Oh, B, A, C. Ja. Das ist B. Roger, Roger in Kambodscha. Der hat uns wieder irgendwas per WhatsApp geschickt, da ein Bild oder sowas. Vincent. Ja, wir ficken Ziel einfach mit dem, wenn wir da vor Ort sind. Da, bei Ziel B. Das ist aber nicht auf dem Wasser. Ist das auf der Insel? Nee. Er ist auf der Yacht, oder? Ja, aber da steht ein Auto. Also ja, das Ziel ist bei der Yacht, aber das Bild ist beim Auto. Da steht ein Auto neben dem Bild. Ja, der redet aber auch so viel. Ja, wirklich. Auch so langsam. Aber der hat eine geile Stimme. Ach nee, doch. Ziel B ist, da tauscht einer ein Rad. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass er so auch so richtig geil Sex-Talk machen kann mit der Stimme. Ja, safe. So, pass auf, Peter, jetzt guck dir mal einen klugen Autofahrer an, ne? Moment, ich fahr. Achso, du fährst selber. Dachtest du fährst? Nee, exakt hier sind wir eben auch durchgefahren. Ich dachte Christian. Ja, das war exakt der Weg, den wir eben auch hier durchgefahren sind. Ja, aber diesmal habe ich getroffen. Das ist doch auf der Yacht da. Ja, nur das Bild, wie gesagt. Ach, guck mal, da sind auch schön zwei. Richtig schön zwei Jetskis sind da. Oh, scheiße, zwei. Ja, aber da kann man auch zu zweit drauf, oder? Was ist denn mit Heli? Drauf, ich hole einen ja, Heli. Ja, du meinst, dass wir zu zweit drauf können? Achso, ja, warte, ja, kann sein. Kann bestimmt. Das ist gar kein Problem. Du machst wieder Stress, Peter, ne? Sorry, ich dachte, Heli wäre vielleicht smart. Oh. Das war gut. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Ups. So. Schön mit 70 km dagegen gefahren. Ich bin runtergefallen. So, ah, hier, guck ab. Mal da. Zack. Zack, zack. Komm mal stark von mir. Fuck you. Fuck you, bloody. Ich hab irgendwas gefunden. So, da hinten ist er doch. Geil ist, hier haben wir auch schon Verstecken oder so ein Quatsch gespielt, deswegen wissen wir ja jetzt. Dass man hier durchlaufen muss. Nee, das war auf der anderen Seite. So, ich hab was gefunden. Ja, sehr oh gut. Gott. Hier. Jegliche Waffen. Stileinsatz, Waffen und Ausrüstung. Gold, Peter. Oh, stark von dir. Aber was? So. Wir sind bis an die Zähne bewaffnet. Seid ihr unten? Mann, ja. Wir sind verwirrt vor allen Dingen. Ja, ich hab die Profi-Ausrüstung geholt. Ausstattung eingesammelt. Muss die jeder einsammeln? War das hier unten? Ah, hier. Da war das. Ausstattung okay. Wurde von mir. Das ist direkt hier, Peter. Okay, bring die Ausstattung. Nee, musst du und du. Es reicht, wenn ihr beide das habt. Ja, wir können wieder abhauen. Bring die Ausstattung zu Vincents Unterschlupf. Du kommst da raus. Wer schießt denn auf mich? Der Helikopter. Hallo! So, der Pilot ist raus. Jetzt schießt er nicht mehr auf uns. Ich liebe das, wenn Helis abstürzen, oder? Moment. Also zumindest im Spiel. Da kommt noch einer! Krass. Da kommt ein Kampfhelikopter! Ja, Peter, macht das. Wo müssen wir denn hin? Vincents Unterschlupf.
Was ist denn mit Christian? Wir sitzen, wir sind doch hier beide am Strand schon. Ich hab den Heli abgeschossen. Ja, aber Christian hat auch noch Shit. Wir können ja nicht ohne den abhauen. Ihr seid schon ohne mich abgehauen. Ja, nee, wir warten hier am Strand. Ah! Ram. Ja. Genau, danke. Warum machst du das nicht? Ja, weil ich super ewig gebraucht habe, um die Scheiße aufzunehmen. Oh! Sehr gut. Oh, ich bin hingefallen. Ich habe jetzt erst gecheckt, dass Chris ja gar nicht der mit dem Zylinder ist. Oh, nein. Oh. Ja, wir sind auch da. Ich sag mal die ganze Zeit, dann Christian fährt und so weiter. Was ist angefangen. Fuck, Alter. Ey, hier ist ein Heli hinter uns. Da können wir jetzt gar keine Haftbomben drauf werfen. Ah, muss ich mal early bean. Da war ich verwirrt kurz. Geisteszustand. Ja, hallo, aber ich hab auch Geisteszustand low. Was soll ich denn machen? Ich bin echt ein bisschen müde auch, teilweise. Muss ich sagen. Muss ich, glaube ich, erstmal gleich ein fettes Skewer essen zum Abendbrot. Meine MP kann nicht so weit schießen. Nee, ich glaube, das ist gerade echt einfach verschwendet. Oh, warte, der Revolver, der ist bestimmt. Ja, aber stell dir mal vor, wir hätten jetzt so einen fliegenden, raketenschießenden DeLorean. Das wäre ja noch leichter. Ja, stattdessen haben wir eine Rotzkarre. Hallo, die ist super. Ja, die ist auch super, aber... Ja, die hält ja zumindest richtig viel aus. Krassere Autos noch. Und hiermit ist das schon einfach. Was geht eigentlich mit dem hier vor uns? Ja, ohne Scheiß. Ramm, Alter! Also, den ja, hätte ich, sorry, den hätte ich in der NPC-Challenge aber sowas von weggeschossen. Ich war fokussiert auf den. Ja, nee, dort noch, bis der Heli hier ist. Nice. Abgeliefert. So. So, jetzt müssen wir zu A oder C. Sitz mal. Wollen wir den Rest auch noch holen? Ja, klar. Ja, sicher, wa? Ne, müssen nicht, aber machen wir trotzdem, wa? Ja, let's go. Oh. Ja, machen wir den Weg. Cocksucker! Ja, wirklich, wa? Das ist ja auch wieder, Ausdrucksweisen hier in Los Santos, ey. Ja, wirklich, ey. Links kommt ein Helikopter. Boah, wie in einem Film, Alter. Finde ich nicht gut. Guck, wie er uns vorbeischießt, Alter. Was für ein Lappen. Ja, boah, nice dazwischen. Haben wir doch richtig keinen Bock, uns zu treffen, ich oder? Ich nur so einen Schuss. Oh. Ja, brav, Alter. Helikopter. Oh. Boah, er hat aber keinen Bock. Alter, er schießt aber auch richtig mies, muss man sagen. Haben die gut geskriptet. Bin ich, bringt gutes Gefühl rüber, auch wenn er einen nie treffen würde, egal wie schlecht ja, die Auto fahren. Stormtrooper ist am Stissel. Oh, das hatte Style, Junge. Das hatte Style. Boah, jawoll! Falsche Waffe. Ja, wobei, ist eigentlich anpassend. Warte, haben wir den Heli noch hier? Ah ja, weg mit dem. Weg mit dem Kind. Nein. Vielleicht sollte ich dir da nicht vorlaufen, ha? So. Jetzt gehen natürlich nur die Reifen kaputt. Kann ich jetzt was essen? Erstmal Snacken. M? Ah ja, hab ich schon gemacht. Was, M? Nee, Tab? Also, ich hab das eingesammelt. Ich glaube, das wart hier auch. Okay. Sehr gut, dann ab nach C. Die Karte sieht doch so richtig fresh aus. Die ist ja noch fresh. Fresh from the Booksmoke, Alter. Ach Gott, ein Lappenheli, Alter. Alter, wenn der uns zum Explodieren bringt, dann gucken wir richtig dumm aus. Der bringt uns nicht zum Explodieren, aber hier vorne ist ein gefährliches Auto direkt vor uns. Ja, die sind in der engen Verfolgung, müssen wir aufpassen. Hab ich kaputt gemacht. Der Fahrer hat es nicht geschafft. Noch nie. Jetzt wieder voll Kara. Oh. Sehr gut. Yes. Okay, A ist immer noch da. Gut, dann haben wir bei A nicht alles mitgenommen. Haben wir dann nur die Waffe mitgenommen und nicht die Ausrüstung? Ja, ist natürlich möglich. Hab da nichts anderes mehr gesehen, ärgerlicherweise. Ja, am nochmal A. Jetzt, ja. Ja, komm schnell, oder? Ja, ja.
Habe ich denn so viel? Habe ich mal irgendwann diese Shark-Dinger gekauft? Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Legalize. Was machst du da? Ich hab ihn hier runtergeholt. Sehr gut. Also jetzt ist A auch verschwunden. Ja, das war gerade auch so. Aber irgendwo muss doch dann hier noch was sein, ja, oder nicht? Weil A den Suchbereich, glaube ich, jetzt hier einzeichnet. Helikopter. Das vielleicht in den Kofferraum von der Auto. Da, was ist denn hier? Schicke Vincent eine Nachricht über die Ausstattung. Ach so, bei mir steht, begib dich zu einem der Orte mit Waffen und Ausrüstung. Wieso steht denn bei dir was anderes? Ah, okay. Und weil wir den Rest noch nicht haben... Ihr habt die Autos zerstört, das war im Kofferraum. Oh. Warum werden wir denn hier wieder hingeschickt? Ja, wir fahren noch kurz zu C. Oh. So, wir sind da. Die... Oh Gott. Ist mal vor... Aber ich glaube, die sind krass hier. Irgendwas ist explodiert. Ja, der Heli, der schießt mit Raketen auf uns. So, ich hab den mal abgeschossen. Oh, der kommt runter! Jo. Alter, warum gehen wir eigentlich nicht in dieses Auto rein? Und nutzt mal so. Oh, da kannst du aufhören, auf mich zu schießen, du Arsch. Weißt du, der Heli da oben ist auch wieder am Schlüssel. Na, der geht jetzt aber auch, der macht einen Abgang. Wie kann ich denn nochmal den Sitzplatz wechseln, so, in so einem Auto? Kurz Snacks gegessen, Panzerung hinzugefügt, weiter. Hey, was soll das? Also ich hab einen neuen... Jawohl. So. Okay, ich bin ein Fan von dem Auto vielleicht. Yo, weißt du was? Pass auf. Ja, komm mal rein. Ja, jetzt können wir zurückfahren. Wir fahren jetzt in das Flugzeug rein. Und dann fliegen wir mit dem Flugzeug. Alles klar. Ich steig dann aus und halt den Heli davon auf, dass er uns nervt. Ich glaube, das wird niemals funktionieren. Ja, Peter, glaubst du. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Man braucht nur ein bisschen mehr Gewalt. Okay, so. Das sieht bei mir ganz schlimm aus. Bei okay, mir dann fahr ich wieder raus. Ist der daneben. Der kann man das denn überhaupt fliegen, das Flugzeug? Also ich meine, wir könnten mal mit dem Fallschirm wieder ausspringen, oder? Im Flugzeug nicht. Kannst du nicht einsteigen. Okay, schade. Dann steig mal ein. So, ab nach Höchst. Vincent, Baby! So, so sieht's aus mit Gewalt in den Spalt, ne? Wir haben nicht das gelbe Ding getroffen. Ja. Was für eine Orange ist? Ja, siehst du nicht den Punkt da? Nee. Was? Nein. Perfekt. Okay. So, schick ein Vincent eine Ausstellung, der an Kemmerich. Davon muss ich natürlich aussteigen. Moment, gut, ich einfach hier drauf stehen bleiben, warte kurz. So, Vincent. Er ist jetzt sofort sowieso geschafft und dann ja, landen wir. Ja, weil ich, ich muss immer die Aufrüstung machen. Ja, ja. Bestätigen. Du musst ihm jetzt wahrscheinlich irgendwas schicken. Ja, wir sind dependable. Und jetzt? Ah. Da musst du jetzt gedulden, Peter. Nein, mein OBS ist abgestürzt. Das ist schlecht. Ah, das ist ja okay, weil jetzt haben wir ja eh, also jetzt hast du ja Zeit, das neu zu starten. Ja. Ja, ist auf dem Weg zu A abgestürzt. Ach, wo sieht man denn seine Stats? So. Wie possible okay, drei unterschiedliche Fluchtwagen. Ja, warte mal, welches könnte denn geil sein? Wieso? Okay, lass uns die kurz angucken. Ja. Bei okay. B? Ja, Bild für Ameisen mal wieder. C bitte. B hat ein, C hat einen Helikopter. Ja, oder? Sieht kacke aus. B sieht ganz cool aus. Und C ist einfach der Transportheli. Ja, was wollt ihr? B ich oder C. C? Dann bin ich auch für C. Dann nehmen wir C. Ja, da oben ist er! Hohe uns! Müssen wir den jetzt hinterherfahren? Also, wir können jetzt nicht da auffliegen. Wir brauchen den Helikopter. Wollt ihr den jetzt abschießen? Nee, Moment, ist der Helikopter nicht. Das, was wir wollen, oder das, was da dranhängt? Achso. Das weiß ich nicht, aber unabhängig davon möchte ich... Na dann. Kannst du zumindest die Begleiter killen. Ja. Frag mich, ob man mit der Sniper den Haken abschießen kann.
Und ich bin jetzt runter? Ja. Ja, da sagt er ja gerade, der Dude. Du hast ein Fluchtfahrzeug gefunden. Hey, jetzt haben wir hier so einen hässlichen LKW? Ich bin auch enttäuscht. Sollen wir doch nochmal zu einem anderen Ding fahren? Ja, ich dachte, wir kriegen den Heli. Ja, ich dachte auch, wir kriegen den Heli. Wo ist denn unser anderes Auto? Oder fahren wir jetzt mit dem Fluchtfahrzeug zu einem anderen Auto? Ja, das wäre jetzt mein Plan gewesen. Okay. Aber zu welchem wollen wir denn fahren? Warte, die B war glaube ich noch cool. Da B, muss ja. Hinten sitzen auf. Ja, was ist denn für ein beschissenes Fluchtfahrzeug? Ich mach B. B sah noch cool aus. B. Genau. Ja. Wir müssen vor allen Dingen ist das Arsch langsam. Wieso, wir fahren was? Lila. Achso, Lila war gerade noch. Ja. Kann okay. Der hinten, kannst du von hinten da drauf schießen? Nur wieder mit dem Schiff. Ich habe ihn einfach rausgeschossen. Ich bin auch einfach Jesus Christus, der sein Vater, ey. Also ich bin Josef quasi. Ach, oder ja, Gott. Wobei, das ist ja noch nicht geklärt, ne? Ja. Also. Ja, lol, ich könnte den mal wegmachen, wa? Alter, der ist richtig gut. Ich bin gleich tot. Jetzt bin ich tot. Der Fahrer ist tot. Ich bin auch tot. Scheiße. Da haben wir mit Ladefläche für zwei Personen. Wie Quatsch ist das denn? Ja. Ich glaube, es geht jetzt einfach von vorne wieder los. Ich sehe jetzt auch Wolken. Jetzt lädt halt wieder ein bisschen und let's go, meine Freunde. Wir haben ein Go. Scheiße, unser Auto! Ja, und damit, wir müssen jetzt zu. Was haben wir gesagt? B, ne? Ach du Scheiße. Dahin. Ja. Okay, dafür brauchen wir was Geileres. Warte, ich will dann bei Bram mitfahren, bitte. Ja, bei mir kannst du gar nicht mitfahren. Ja, geil, hast einen Scheiß. Ich suche es, Alter. Ich fahr mal einfach in die Richtung und sobald uns ein Auto auffällt, wo halt vier Leute drin sitzen können, was cool ist, das nehmen hier. Wir dann. Das hier. Nicht diese hässlichen Muscle Cars. Okay. Ich fahr dir einfach rein. Alter, du bist voll schnell, cool. Junge. What the fuck? Ja, ich glaube, du hast einfach nur noch keine Strecke gehabt, um Geschwindigkeit aufzubauen. Das war wir können auch einfach so kurz bis nach B fahren. Magst du immer den Leuten die Reifen kaputt zu schießen, dann paniken die immer so ein bisschen. Oh. Oder ich fahre einfach drunter durch. Aber die Autos buggen bei mir, wenn die auf die Kreuzung gefahren kommen. Ja, warte. Na, da, ja. Okay. Wir wechseln jetzt. Ja, auf das Motorrad. Ja, dann kannst du auch mal schneller fahren. Du musst nicht so langsam fahren. Wie ist das schneller? Nice. Voller Moment. Hier ist so eine Blutfontäne entgegengekommen. Ja, nochmal drehen, ne? Mit Style. So, komm, jetzt kommt Wagner Love, Alter. Jetzt hab ich auch einen Controller in der Hand, jetzt fahr ich richtig. Also ab jetzt hab ich einen Controller in der Hand. Alter, ich liebe ihn. So, jetzt fahren wir richtig. Aber ich hab doch einen Motocross. Wieso fahr ich eigentlich hier nicht querfeldein? Ja, du könntest wirklich Zeit sparen. Bei Bram will ich nicht, dass der querfeldein fährt, das wird nix. Das war so klar. Das ist wieder an dem Flugfeld. Guck mal, instant liegen wir! Was heißt liegen? Da guck mal, wir stehen! Ja, ne, wir rum. Lagen auch! Guck mal. Ja, und da haben wir uns nochmal gedreht. Oh Gott. Komm, einmal mit dem Berg hier drüber. Leroy! Da, ich brauchte nur ein bisschen Schwung. Vorne ist jetzt der Flughafen. Können wir uns noch was gönnen, wenn wir wollen, für die letzten Meter. Ich doch einfach Meter. Die normale Strecke fahren. Alter, das ist eine Katastrophe. Ich höre also ganz schön die Kommentare, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt hier. Ich bin jetzt am Prison. Röms, gar kein Problem. Oh Gott. Jawohl, es ist, guck dir das an, Alter. Ich kenne aber für alles den Weg. Komm, den Sprung schaffe ich. Ja. Zack, easy, Peter. Das ist eine Abkürzung. Ist ja irgendwas, so, dass ich fliegen könnte? Ne, ich glaube nicht. Oh. Okay. Ah, wir sind vor Christian. Wie gewollt, ne? Wir sind noch gar nicht da. Hey. Da, guck mal. Oh no! Oh, natürlich kann man nicht durch den Zaun durch. So, ich bin da. Wie, du bist da?
Ja, wir auch. Guck mal, perfekt abgestimmt aufeinander. Über was dieses Husten, Alter. Ich hoffe, er mir einlässt. Da ist er. So, jetzt können wir ein bisschen Stress machen. Wie scheiße, das Gebiet ist so groß, da ist doch so weit weg. Ich laufe. Hier ist das Ding. Ja. Wo bist denn du? Okay, jetzt halt mal, wie viel besser machst als ich. Ich muss halt meinen Weg finden. Jawoll, er nimmt den Kleinen. Sehr gut. Aber Christian, wir retten dich. Ich hab den Hubschrauber. Hey, wie komm ich denn hier raus? Aha, hab ich schon gekillt. Wie Rang erhöht Herr der Straße? Wo seid ihr jetzt? Okay, pass auf. Ja. Ram, ja, du darfst einmal kurz den vor uns wegfahren. Ich hab die alle weggemacht. So. Einsteigen wir wieder. Wait, wir kriegen nur eins? Ja. Das ist ein. Achso, nee, das ist ein Viersitzer, okay. Geil, ein Honda Civic Viersitzer. Mega, das hat Style. Coke, dankeschön. Azazal, Ese, Relic Chicken, Dexion, Nesma, Jasche. Die habe ich weggemacht. Naja. Ah, von der falschen Seite reingekommen. Ja, jetzt müssen wir nur noch zu Gelb fahren. Das ist doch Klackenbell. Allerdings ist unser Fluchtfahrzeug ist jetzt schon so ramponiert. Ja, das wird nochmal gefixt vom letzten Ding, würde ich sagen. Oder ist wahrscheinlich nicht das letzte Ding, aber. Ah, jegliche zusätzlichen gestohlenen. Achso, wir hätten uns tatsächlich theoretisch aufteilen können. Wir hätten noch mehr Geld bekommen für drei Autos. Ja. Aber. Ja, ja, wir brauchen eigentlich nur eins, oder? Ja, da bin ich jetzt auch der Meinung. Wie die Leiche über die Kreuzung ist. Die beiden Ärmchen, die da rausgucken, ey. Die Ärmchen der Zerstörung. Unten die despawned. Ja. Repariere das Fluchtfahrzeug bei einer Tuning-Werkstatt. Das fasst die, ja. Sehr gut. Oh, das darf jetzt wirklich nicht ramponiert sein. Fahrzeug reparieren. Kost 0. Nice. Kost 0. Da wäre auch frech, wenn du das bezahlen musst. Hab ich investiert die 0. Erstmal wieder den Arm aus dem Fenster. Da, sind wir da! Aber kann ich hier damit fahren? Nee, scheiße. Ein Fluchtfahrzeug wurde abgeliefert. Der Anführer kann das Fahrzeug aussuchen, die Mission beenden, sobald alle. Oh lol, jetzt können wir noch andere da einlagern. Okay, lass Vincent über die SMS-Funktion wissen, welches Fluchtfahrzeug wir haben. Dann sage ich mir jetzt einfach das, ja? Ja, so. Okay. Gut. Und den Rest halt nicht. Okay, verlass die Garage, steht bei mir, ist das richtig? Ja. Ja, ich bin draußen. Perfectly sound getaway vehicle. Keep your head down on your way out. I'll give you a call soon. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass halt dieser Truck, den wir da eben schon mal hatten, so viel Geld gibt. Nee, ich glaube, du kannst dann einfach den Truck auswählen. Du hast dann einfach die freie Auswahl. Ja, aber der hat ja gesagt, jedes Auto, was am Ende übrig ist, wird zu Cash gemacht. Ah, das habe ich. Okay, alles klar. Wo laufen wir eigentlich gerade hin? Weg, verlasse das Gebiet. Wie groß ist denn das Gebiet? Das frage ich mich auch gerade. Geile Karre. Ja, oder? Die sieht aus wie genau für uns gemacht. Boah, die Geschwindigkeit. Ja, ich fühle den Spirit. Wie groß ist das Gebiet? Ah, jedes Auto gibt 20.000. Ja, komm, ey, ich habe 9 Millionen, Junge. Ja, okay, weil du aber auch die Shark-Cards da reinballerst. Ja, das ist die Theorie. Ich glaube, ich bin ein Pro-Gamer einfach. Ja, ich glaube, du ballerst die Shark-Cards da genauso rein, wie Paul im Casino auf dem Roulette einfach am Abgewinnen ist. Ja. Nee, wenn ich welche gekauft habe, dann für eine Aufnahme. Mal eben 9 Millionen.
Na, wir brauchen welche. Ich nehme die größte. Das kostet wie 1400 Euro. Das sehe ich. Muss ich leider. Ne, fürs für Pete's Meat. Aber RP haben wir ganz gut bekommen. Aber ihr habt da schon was. Ich hab legit Standbild gerade. Oh, nee, bei mir wurde schon abgerechnet. Ja. Nice! Jetzt habe ich Ladebildschirm. Ich liebe dieses Spiel über alles. So, next try. Also wenn wir die Mission jetzt Niki machen, können wir die Nice auch Niki machen, ne? Da! Nein. Ausrüstung hinzugefügt, Hackergerät. So, ist das jetzt hier was über Tab? Nee. Okay. Also ich habe nichts im Tab. Ich glaube auch, dass das noch aktuell so ist, dass wir einfach gleich den hinterherfahren müssen oder so. Ich glaube auch. Kann sein. Okay, wir brauchen also das jetzt, deine Schlüsselkarte und die Uniform. Mhm. Aber können wir machen. Mit dem geilen Auto können wir alles schaffen. Follow the goddamn truck, CJ. So, jetzt sucht er einen aus. Da rechts ist der. Da drücke E, um das zu hacken, ja. Ah, ah, Hackfortschritt, okay. Muss jetzt wahrscheinlich nur nah genug dranbleiben. Ja, E gedrückt halten muss ich. Wieso? Haben wir beschossen? Ja, du bist jetzt zu weit weg. Aber dann ist er jetzt nicht mehr sneaky. Nee. Jetzt ist eins durch. Ich glaube, wir hätten die nicht killen dürfen. Der Teil oder? Ist noch egal, steht da. Scheint Lecknitz zumindest. Lecknitz. Lecknitz 69. Okay, wir kriegen die Info, wo die Overworlds sind, scheinbar durchs Hacken oder irgendwie sowas. Safe ist nur fürs Gebäude gleich jetzt wichtig. Links. Okay. Jetzt kommen wir uns entgegen. Bin am Hacken. Krass. Voll unauffällig, wie der fährt. Ja. Good job, good job. Ah, hier, das habe ich dir zu sagen. Oh, oh damn! So, da ist er. Na, Bruder. Okay, haben wir gehackt. Haben wir gehackt. Achso, warte mal. Warte mal, mach den mal weg. Stopp! Hier ist doch der Anzug. Hier ist aus den Autos gefallen. Jo, stimmt. Oh mein Gott. Wie hast du das gemacht? Eh. Geil. Okay, okay, okay. Wir haben jetzt den geilen Overall an. So, haben wir noch was? Wir sind so krass verkleidet. Halt's mal. Jetzt kommt die. Jetzt kommt, glaube ich, die Sneaky Nummer. Genau, die Sneaky Nummer ist ja jetzt sofort da drin. Okay, die erkennen irgendwann unsere Gesichter. Das heißt, das bringt uns nicht unendlich weit. Wir haben jetzt hier nicht einfach, wir können jetzt nicht einfach alles okay, machen. Ist das so ein Zeitproblem oder ist das, du darfst nicht zu nah an denen vorbeigehen? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, nicht mit dem Auto. Okay. Wahrscheinlich jetzt nicht die Waffe rausholen und so Geschichten. Boah, wir schleichen schon. Sabotierer heimlich. Um Verdacht zu erringen, wenn du einen zerstörst, der Kartelle höchste Alarmstufe. Ach du Scheiße. Wait. Müssen wir leise sein? Dürfen die uns nicht sehen? Ich hab keine Ahnung. Dann hören wir so ein fucking Overall an. Kennen die Stammfahrer werden trotz Verkleidung auf dich aufmerksam, wenn du ihre Sicht. Ach guck mal, du hast auf dem. Ja, genau, du hast ein Sichtbereit auf dem. Okay. Auf dem Radar. Sabotiere die LKWs. Okay, ich mach den hier.
Ja, sieht alles gut aus. Kabel ist raus. Next one. Okay. Dann mache ich den. Du musst du mal an die Seite von dem Motor. Also der hier am Schweißen, das wird ein Problem. Ja, und der hinter uns auch. Wobei, vielleicht kann man halt die ja locken. Vielleicht kann man die auch einfach von hinten weg machen. Oder warten. Okay, ich kann den von hinten nicht wegmachen. Also höchstens mit einer Pistole oder so, mit einem Schalldämpfer oder so. Soll ich mal für ganz kurze Zeit in den Kegel von dem einen hier laufen? So nach dem Motto, hey. Oder meint ihr, man ist dann direkt? Ja, probiert mal aus. Wir kennen die Mechanik noch nicht. Also ja, ich hätte ansonsten auch einen Schalldämpfer, aber... Den hätte ich auch. Ich könnte den einfach abstechen mit dem Messer. Das ist super leise. Das ist zu laut für die anderen, oder? Ja, gute Frage. Messer mit abstechen, das ist natürlich auch smart. Messer und dann irgendwie R drücken, ja. Ja, das war nice. Dann kannst du den jetzt machen. Dann mach ich das bei dem Schweißer. Einfach linke Maustaste hast du hinter dem gedrückt? Ja, aber ich glaube, den musst du nicht. Meinst du? Aber weil, er kommt besser. Ist doch besser, oder? Ich weiß nicht, ob das besser ist, wenn das auffällt. Vielleicht ist ja keiner. Oh, Messer wegstecken wieder. Ja. Hab ich gemacht. Alles gut. Ja, ach so, R ist Rücken. Mit R war das, okay. Gut. So. Oh, haben wir die Schlüsselkarte schon? Oh. Nee, haben wir natürlich nicht. Doch, hier, liegt doch einer. Nee, ich hab einen Snack gefunden. Ja, den Spind mit der Schlüsselkarte, okay. Spind, okay, da hinten bei den Spinden. Da müssen wir da hinten rein. Da haben die ja alle so einen Dichtkegel, die Kamera auch. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ah ja. Ich geh mal hier rechts. Oh, es gibt auch Leute mit einem roten Sichtkegel. Da ist wahrscheinlich. Ja, die sind wahrscheinlich schlimmer als die mit dem blauen Sichtkegel, okay. Okay, hier bin ich falsch. Okay, pass auf. Aber kann man dann bei dem blauen Sichtkegel durch? Weiß ich nicht. Ich will es nicht ausprobieren. Hallo? Zeugen ausschalten. Das Kartell wurde alarmiert. Ja, okay. Schalte alle Mitglieder aus. Da habe ich versaut. Tut mir leid. Alles klar. Dann lass uns kurz köten. Oder wollen wir nicht nochmal probieren? Kann man irgendwie restarten? Also hier war auf jeden Fall der Bohrer. Genau in der Ecke, deswegen bin ich eigentlich guck doch mal eben, wo die Keycard ist, wenigstens erst. Also wo ist ein Spind überhaupt? Ja. Jo, ich bin auch tot. Cool. Ja, nicht. Also Zeugen ausschalten, also ne, du kannst halt auch die Leute hier, glaube ich, killen. Hier sind die Spins. Ja, also ich glaube, du kannst auch einfach die Leute killen, oder nicht? Ah ne, ja. Der stand schon, die sind alarmiert. Oder? Genau, also die sind jetzt zwar alarmiert, aber ich glaube, der Ding ist, was Peter gesagt hat am Anfang, so, kill die alle. Ich habe das Überwachungsvideo gelöscht, so, dass wir niemals hier waren. Also solange Zeugen ausschalten, läuft noch ab, ne? Also ich bin auch tot. Okay. Habe alle Zeugen ausgeschaltet und der CCTV. Na, guck mal, wir sind Stealth. Ja, aber Bram schaut jetzt zu, oder? Ja, ist egal, wenn ich zugucke, ist das egal. Wir können ja wirklich rein, den Bohrer haben wir ja. Hinten durch die Tür durch und dann an den Spind dran. Hier? Nee, oben, die Treppe hoch. Die Treppe hoch, durch die Tür geradeaus. Und dann rechts. Und dann rechts und links sind die Spins. Ja, das ist ein Spind, ja. Oh mein Gott. Da kannst du bohren und auf mehreren Seiten. Oh, ich dachte, wir gucken hier nach so einem Locker. Hast du den Bohrer? Ich hatte einen Bohrer, ja. So, wo ist der denn gestorben? Da liegt er. Da an der Wand, Christian. Genau an der Wand. Ja, du läufst genau drauf zu. Bei dir auf dem Radar müsste doch was Grünes sein. Links auf der Werkzeugkiste. Nee. Da lag der bei mir. Da, wo du jetzt genau stehst. Nee, hier ist nicht. Hast du den hier irgendwo gefunden oder hast du den von draußen mit reingenommen? Nee, den habe ich da gefunden, wo ich gerade gesagt habe, wo ich gesagt habe, dass der lag. Scheiße, da ist der nicht. Bei Christian ist auf dem. Genau. Hier ist er. Der liegt hier auf dem Werkzeugtisch. Ja, kann sein, dass er für jeden irgendwo anders ist. Ja, Christian. ich hab auch einen gefunden. Ja, sehr gut. Alte gedrückt, um die. Ah, okay.
Bzzz. Okay, der macht jetzt alle aus. Ja. Okay, aller guten Dinge sind drei. Come on. Oh. Ja, war noch nicht. Kannst du nicht alle aufmachen? Ist das echt so, dass er die random öffnet? Ich kann nichts machen, außer hier Linksklick gedrückt halten. So, jetzt scheint er fertig zu sein. Okay, dann in den anderen Raum noch, wa? Dann war er nicht hier drin. Ja, links raus und rechts. Ja, ja. Jetzt ist nämlich noch ein Raum. Hast du auch so Säcke eingesammelt? Ich hab ja, Säcke ich dachte auch, das wäre Geld, aber irgendwie haben wir nichts bekommen. Achso, der macht nur die auf, die rot sind. Ja, ja, die sind halt zu. Die grünen sind ja offen. Da ist gar nichts drin, wie belastend. Ja, hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal. Guck mal unten am Radar, da siehst du, wie viel Kracht hat. Ja, wie laut wir sind. Gut, dass wir alle gekillt haben. Da, hä? Nee. Doch, du hast die Schlüsselkarte. Wir können theoretisch jetzt noch kurz zu Ende machen. Ich habe jetzt auch die Schlüsselkarte. Ich habe alles auf. Ja. Aber wenn du rausgehst, noch rechts noch ein Raum. Das ist ein Fahrstuhl, meine ich. Achso, das ist ein Fahrstuhl. Okay. Na dann. Da war ja Stealth jetzt. Alle tot. Oh. Ja, aber ich hab die Überwachungskamera gelöscht. Was Stealth? So, mein Team muss auch bis hier kommen, sonst gehe ich nicht raus. Okay. Hm. Bin ich ein bisschen eigen. Da rechts ist doch ein LKW. Dann nehmen wir doch vielleicht den LKW mit. Steht den Tieflader mit den Klackenbergkisten. Ja, das ist doch die Mission. Gut, dass wir nicht zu dritt sind. Hier passen nur zwei rein. Jeder, du fährst, ne? Ja, ich glaube, man kann nicht zu dritt nebeneinander sitzen da, aber... Kann auch sein. Boah, Alter, der hat ja Speed drauf. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, jetzt geht ganz spannend los. Ich habe auch die Kassette mitgenommen von den Videoaufnahmen. Das ist smart. Bomben, ja. Okay, halt noch mehr, du Wichser. Easy geschafft. Easy. Bitte lass nicht abstürzen, bitte lass nicht Mission abstürzen. Bestanden. Okay, sehr gut. Dann machen wir das jetzt exakt so nochmal mit der Einladereihenfolge. Oh, Level 83. How you doing in that box? Ah. Da sind wir drin! Machen wir jetzt Stealthy weiter oder schießen wir alles weg? Ja, Stealthy. Stealthy will ich auch sagen. Oh. Aber vielleicht finden die ein bisschen seltsam, wenn aus so einer Kiste drei Menschen rauskommen. Nee, glaube ich nicht. Okay. Wie sehen wir denn jetzt aus? Wir sehen aber nicht mehr aus wie Klackenbell-Mitarbeiter. Also ich glaube... Ah, guck mal, die Waffen, die wir jetzt auch haben. Oh, da ist aber nichts Stealthiges bei. Doch, ja. Die Schrotflinte. Ja, stimmt. Hier, Schalldämpfer. Wieso sind wir an unterschiedlichen Stellen gespawnt? Okay. Ich will den Sicherungskasten, um das Rolltor zu entsperren. Hab ich jetzt mit dem Schalldämpfer gemacht. Was? Da kommt ein Gegner, kommt ein Gegner, kommt ein Gegner. Ja, aber ich kann ihn... Danke. What the fuck? Voll weit schießen mit der. Okay. Der wurde gesehen. Ist der eigentlich nicht? Also, wir stehen hier so in einem. Also, ich glaube nicht wir. Wait, ich habe nur das Rolltor auch aufgeschossen. Habt ihr das nicht auch gemacht? Ja, und. Also, ja, ich habe ein Rolltor gemacht, ja. Genau, ich habe da diesen Sicherungskasten kaputt geschossen von einem Rolltor und daraufhin haben die gesagt, was soll der Scheiß? Wir haben auch einen Gegner erschossen, aber der hat eigentlich nicht Alarm geschlagen. Ich habe hier ganz viele Gegner erschossen, die haben nicht Alarm geschlagen. Ah, okay.
Das ist, weil der Guard geschossen hat. Okay, krass. Meine Shotgun hat schalten. Ich habe noch gar nicht geschossen. Ne, ich habe geschossen. Ja, wir machen jetzt hier alles weg. Na gut. Ah, frech. Fucking Putos. Wo bist du? Amigo. Alter, als wenn du auf einmal von hinten kommst. Okay, ich bin gerade in den Keller gegangen mit der Keycard. Ups. Ja, ich bin ja hinterhergelaufen. Wait, what? Ja, ich bin einfach geradeaus auf den gelben Punkt bin ich mitgegangen. Ich hab den Büroschlüssel. Die haben nämlich, glaube ich, das Kokaino. Ich hab den Büroschlüssel. Ich habe aber jetzt nicht verstanden, was der Typ da gerade gesagt hat, um ehrlich zu sein. Ich bin dass man mit der Keycard Access zu Bereichen bekommt wie dem Keller und da sind Bram und ich gerade, um das Kokain zu klauen. Du hast dann scheinbar eine andere Anweisung als wir, wenn du den Büroschlüssel hast. Sehr gut. Ich glaube, hier unten ist kein Koks mehr, oder? Würde ich auch sagen. Wir haben das ganze Kokaino eingesammelt, Alter, wie zumindest die hier unten verarbeitet haben. Ey, ist ja insane. Ja, ist wirklich Los Polos Hermanos so ein bisschen hier, nur... Ach, guck mal, hier links ist dann die nächste Orange, ne? Ja, hier kannst du die Kickard reinstecken. Ja, mach mal. Ist da irgendwas auseinander? Say hi to Satan, okay. So, hab jetzt das Büro aufgeschlossen. So. Mich die erforderliche Ausrüstung. Scheiße. Wieso habe ich auch eine? Aber nicht hier. Hier liegt aber eine Brechstange. Ah, sehr gut. Ich hack jetzt den Bürocomputer, Freunde. Mach das. Ich habe die erforderliche Ausrüstung. Ich habe den Computer gehackt. Oh nee, noch nicht. Ich suche die Kisten nach Kokain. Oh nein. Ich habe Probleme. Das ist ein Gerät, was man in der Hand hält. Während du beschossen wirst? Yes. Oh oh. Okay, Peter, ich mach weiter Kokain. Ich habe etwas Kokain gestohlen. Das sah aus. Ja. Das ist das, was du hast, oder was? Huiuiui. Ja, ich weiß nur nicht, auf welchem Slot. Oh, ich komm zu dir, Christian, und ich arbeite dran. Kann sein, dass du einfach an den gelben Punkten vorbeigelaufen bist, Christian, deswegen hast du eine unterschiedliche Anweisung bekommen, weil du quasi schon weiter warst. Ich weiß nicht, was für gelbe Punkte du meinst. Ja, auf dem Radar waren bei mir so drei Orte, wo wir Kokain holen konnten. Ja. Benutze das Hacking-Gerät. Ja, wie benutze ich das denn jetzt nochmal? Waffenrad auswählen. Ja. Oben ist es bei mir. Ah ja. Gehen wir beiseite. Okay. Ich glaube hier, du musst ein Stück zurückgehen, damit das besser wird. Ah, hier spawnen neue Gegner. Ja, wobei, ihr macht das ja eh jetzt. So. Aber geht's nicht irgendwie um den Tresorcode? Ja, du sollst den Tresorcode beschaffen. Das steht da unten. Ah ja. Ich laufe gerade einfach rückwärts durch die Facility. Ja, wir haben jetzt zwei, haben wir. Hier ist der dritte. Ja? Nice. Geil. Stiehl das Bargeld aus dem Tresor. Das klingt nice. Das klingt erstmal vernünftig. Moment, wie viel ist denn der Code? Was? Könnt ihr mir auf dem Hackgerät angucken, sagen, wie der Code ist? 45 08 57. 08 57. Jawohl! Nice.
Noch mehr Kokaino gesammelt. Mensch. Okay, das ist alles. Oh, oh. Oh, scheiße. Moment, muss jetzt zu dem gelben Ort? Gibt es ein Flugfahrzeug, ja. Okay. Ja, ist der gelbe Ort. Oh Gott. Ja, wir arbeiten dran, Bruder. Sie sind hier laufend irgendwelche... Sehr gut. Okay, jetzt. Let's go, let's go, let's go. Ja, let's go, let's go. Machen wir schon. Oh mein Gott. So quer übers Feld laufen. Ja, das war ein bisschen fair. Ich weiß gar nicht, gibt's überhaupt Freddy Fire? Weiß ich nicht. Bin ich mir nicht sicher, aber zwischendurch. Also ich bin aber mal so frei und fahr die Karre, ja. Ja, das Klärchen, Bram. Toll, jetzt seid ihr bei mir verschwunden. Okay, dann musst du rauskommen. Wo kommt man hier raus? Oh Gott. Wir stehen vor dem... Wieder Garage. Ah ja. Ja? Nimm den rechts rum den Tunnel. Den Tunnel für Züge. Das ist doch insane smart, oder nicht? Das ist insane smart. Andere Richtung aber. Ist davon nicht auch einer? Ne, stimmt, da ist keiner. Das Problem ist nur, wir haben jetzt keine MPs und so zum Schießen aus dem Auto, ne? Das sind nur Pistole. Ja. Das ist insane smart, Peter. Wobei die Pistole ist so, ne? Da kommt, spawnen die da nicht? Die ja, aber da können wir vielleicht die 4 Sterne loswerden, dachte ich mir so. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Und da können wir immer noch dahin fahren. Wenn es der Zug ja, dann kommt, ist das auch Problem. Die richtige Richtung, theoretisch, also... Ja, wenn ein Zug kommt, könnte ein Problem ja, werden. Ja, da kommt nicht nochmal schnell rüber. Ja, genau. Ich habe ja ein gutes Reaktionsvermögen, wissen ja viele gar nicht. Na, aber ich habe ja... Wir sind dem Zug doch auch ewig hinterher gefahren. Ja, in Star schon. Wars Episode 1 habe ich auch den Podracer gefahren, während des Drehs. Guck mal, das ist auch breit genug hier. Aber wir verlieren die Sterne gerade nicht. Naja, du meinst ja, das ist bestimmt skriptet. Wir haben ja auch eben keine Sterne bekommen. Ja, das kann tatsächlich sein. Der Scam, Alter. Ich habe mich so klug gefühlt. Du bist doch trotzdem klug. Hier Sport. Kann man ganz kurz jemand markieren, wo wir denn trotzdem den Scheiß hinbringen müssen? Achso, ja, warte. Geht gerade nicht, weil Navi ist im Tunnel leer. Stimmt, Navi ist gleich bei dir wieder markiert. Ja, ist sofort eh wieder da. Ja. Okay, ja, ich fahre grundsätzlich erstmal in die richtige Richtung. Sehr schön. Okay, vielleicht also, ist halt eigentlich nur Ankommen angesagt, ja? Ja, also zumindest hier verlieren wir die Sterne noch nicht. War es nicht beim ersten heißt sogar, also im Singleplayer so, dass du irgendwie Geld verloren hast, wenn du Schaden bekommen hast und dann weniger Geld auch am Ende für die Mission bekommen hast? Das fand ich eigentlich auch noch ganz cool. Ist das in der Stadt? Ja, wa? Ja. Was heißt in der Stadt? Achso, ja, yeah, ja, im Norden. Norden genau, relativ. Oh, jetzt verlieren wir die Sterne. Ja. Ich fahr mal ganz kurz noch weiter geradeaus. Ja. Ah, gibt's nur noch. Okay. Der kommt hier lang. Der kommt uns entgegen. Der kommt uns entgegen. Oh, weg. Gott. Perfekt! Jetzt können wir an jedem Auto vorbeifahren. Ja. Dass wir schön alle hier ballern. So eine zerschossene Karre haben. Stimmt, mit so, und so, mit das so ist unendlich egal. Viel Blut so links. Ja, ich schätze gerade schon GG. Ey, wir sind schon an einem anderen Ort noch gestorben. Also, ich kann mich noch an den. Könnt ihr euch noch an den Heist erinnern, wo man nur am Ende an diesem Strand mit dem Hubschrauber landen musste? Ja, das war krass. Das war der Gefängnisausbruch, ja, okay. Ich glaube, den haben wir 6 bis 10 Mal gemacht. Ja. Alleine das Landen. Nur das Landen. Das meine ich. Ich bei irgendwem ist das dann abgestürzt, dann ist einer im Rotor gelandet, einer im Wasser und ist ertrunken, weil er nicht wusste, wie er schwimmen kann. Ja, das war ich. Mit dem Schwimmen war ich, aber der Rotor war, das war ich, glaube ich, nicht.
Keine Ahnung, aber da war alles dabei. Das war einfach brechen. Ah, ja. War einfach schrecklich. Jetzt ist einfach so, wa? Jetzt ist einfach so. Schön, dass wir dann einfach First Try einfach machen, auch die letzte Mission es gerade. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass jemand von uns disconnected. Also nicht disconnected, aber hier abstürzt. Einfach schön, wie der die letzte Mission flawless funktioniert hat. Das hat doch mal gegen die Garage geknallt. Ja, ey. Yeah, guck mal, wie er sich die Hände reibt, ey. Ja, Vincent, wirklich. Der Alte. Ja, Mann, den Auto will ich haben. Wer ist er? Er gibt uns einfach Geld für Kokain jetzt, ja? Mhm. Ja, während der andere wegguckt. Aber die kann man kaufen für... Ich habe gelesen, für 5 Millionen, Peter. Kannst dir fast 2 holen. Ja, nach dem Geheiß kann ich vielleicht 2 holen. Warte, ich hab voll den Schuss ins Herz bekommen, ne? Alter, wie er richtig geilen Burner doch noch gönnt, Alter. So. Gangster. Geil, Geld verdoppelt. 50.000 habe ich bekommen, wow. Ich habe 500.000 bekommen. Was? Was? Ich habe eine halbe Mio bekommen, Alter. Einfach mal auf entspannt. Wieso kriegen Christian und ich nur 50.000? Weil ihr meine Lakaien seid. Ja. Weil ihr ständig abstürzt. Ich bin der Einzige, der den Zauber am Laufen hält. Ja, Alter, ist das ein Scam. Was ist das denn? Also selbst bei GTA Online, nach 10 Jahren, haben auch die es noch nicht geschissen gekriegt, dass so Inhalte und Fortschritt geteilt wird. Nein. Naja, gut. Ja, Sir. Ich fühle mich ja komplett betrogen. Ich fühle mich auch komplett verarscht. Oder jetzt hier, zack. Wir sind zurück. Mein Gott, wir haben mal schön 250.000 insgesamt habe ich jetzt bekommen. Geld erstmal einzahlen, 804.000 insgesamt. Okay, da tut mir natürlich jetzt leid schon. Aber im Zweifel gibt es einfach eine Shark Tank, ne? Karte. So, endlich wieder über das kann man einstellen? Bram, hast du das so eingestellt, dass du alles kriegst? Dann nicht absichtlich. Das habe ich aber nicht gesehen. Das hat mir auch keiner gesagt. Ne, wirklich nicht. Ich habe auch nicht gesehen, ob man das nicht einstellen konnte. Nein, ich glaub dir das. Achso, da das offiziell kein Heist ist, kann man das nicht einstellen. Okay. Die Verteilung ist hier fest, ausnahmsweise. Ach, das ist so. Okay, ich habe aber 250.000 gekriegt. Ja, 250.000 gab's. Ich zock hier keinen ab, ja? Sehe ich gerade. Okay, das war ja gerade dann die falsche Anzeige, also. So, sehr gut. Das war auf jeden Fall mit dem GTA Heist. Der war ganz cool, wenn man die Krankheiten von GTA ein bisschen wegnimmt. Ja, genau, ja. Da stimme ich zu, ja. Ist eigentlich immer mit euch zocken, ist immer lustig. Ja. So, dann heißt, wenn man GTA auf jeden Fall aus und dann würde ich sagen, warte doch für heute, oder? Ja, war doch schön. War ein guter Abend, haben wir schön gemacht, auf entspannt. Tschüss. Ja, genau, und ihr könnt schon mal reinhauen, wenn ihr wollt.